Ja, hallo und damit herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Looney Tunes. Jetzt an Weihnachten. I wish you a Merry Christmas, I wish you a Merry Christmas, I wish you a Merry Christmas und das Happy New Year kommt noch. So. Ja, da gehen wir mal hier rein. Hier ist irgendwas mit Toons 3 Plus. Also, okay. Was ist denn da unten? Ach, der. Okay. Ah, bei Marvel, okay, bei Marvel geht es momentan auch ein bisschen ab hier. So, ja, wir schauen einfach mal hier rein, was wir momentan haben. Angebote sind kostenlos. Täglicher Anmeldebonus. Nehmen wir doch mal täglicher Anmeldebonus. Bald müsste ich den Josemite Sam auch haben. Und ein Ticket gab es jetzt hier. Dynamit für 130. Mittlerer EP-Trank, kostenlos, da, hier. Machen wir mal, das holen wir uns noch. Dynamit können wir immer gut gebrauchen, einsammeln. Gehen wir hier hin zurück. Ja, und dann schauen wir doch einfach mal hier in die Kampagne rein. Ne, erstmal müssen wir die Dailies wieder machen. Wir machen jetzt erstmal die Dailies. So, was haben wir denn hier? Fecht es aus, Invasionskämpfe. Stufenaufstieg mit einem Tun. Schließe zwei Raufereien ab. Invasionskämpfe. Waldkapitel. Dann hätten wir hier das Dorfkapitel. Oh! Oh! Das wäre. Habe ich aber. Machen wir doch gerade mal. Gucken wir da mal rein. So. Ins Dorfkapitel, da können die drei auf jeden Fall rein. So. Dorfkapitel. So, das sollte ja jetzt eigentlich hier kein großes Problem werden. Den tun wir jetzt einfach mal hier ein bisschen. Zack. Dann sieht er auch schon nichts mehr. Und dann kriegt er jetzt hier nochmal einen ab. Auf die Mütze. So. Und jetzt hauen wir da nochmal drauf. Und dann sollte der auch schon weg sein. So, das erste Match. 3. Sehr nice. Weiter geht's. Dann gehen wir hier in Kampf 2 rein. Haben wir schon 2 Toons. So. Machen wir gerade mal hier das da auch wieder. Blenden wir den erstmal. Wir betäuben ihn. Was macht das denn? So, dann können wir sagen. Na, dann machen wir das doch mal bei dem hier. 54 Schaden, damit müsste der eigentlich schon fast weg sein vom Fenster. Ja, jetzt gibt er das nochmal ab. Dann haben wir den schon mal aus dem Rennen genommen. Was? 48 Schaden. Ja, dann auch nochmal hier mit draufhauen. Und dann haben wir den auch schon wieder weg. So, das ist schnell gewesen. Ja, komm, wir machen gleich noch den dritten Kampf. Aber bevor ich den mache. Oh, Eddie the Skunk. Nein, Eddie the Skunk. I love Eddie the Skunk. Erstmal hier was gucken. Hier habe ich auch wieder ein paar Sachen. Was hat denn der jetzt hier? Was sagt der? Bugsbau. Von mir aus kann man den aufwerten. Ich kein Problem mit. So, und dann machen wir hier noch los. Brauchen wir nicht zu beschleunigen. Ich habe keine Ahnung aktuell. Das werde ich wahrscheinlich irgendwann noch verstehen. Oh, da kann man dann die Sachen einsammeln. Okay. Aufwerten, aufwerten. Okay. Ah, kriege ich dann die Sachen daraus. Alles klar. Okay.
So, damit ist der beschäftigt. Jetzt sagt der, wiederherstellen. Keine Ahnung, was da passiert ist. Nein, 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 ich will nicht mehr Gold kaufen. Bist du denn narrisch worden? Kann ich sonst nichts machen? Okay. Was haben wir hier denn aktuell? Eine Kiste stehlen. Ach, das machen wir auch nochmal schnell. Haben wir hier noch irgendeinen einfachen Gegner? Machen wir da noch. Wir müssen den erstmal hochpushen, ne? Jetzt gehen wir wieder in die Welt rein. Da hinten haben wir noch was. Was ist denn da? Da, hier, den da. So. Oh. Okay. Und was sagt der? Aufwerten kann ich mir auch gerade hier nicht leisten. Und das geht aber. So. Ist hier sonst noch irgendwas mit dem Ausrufezeichen oder so? Die hat irgendwie noch nichts. Das kann ich zumindest auch machen. Nein, habe ich nicht. Okay, kann ich nicht. Alles klar, dann würde ich sagen, dann gehen wir mal in die Toons rein und dann pushen wir mal unsere Toons hier. Alles Dorf. Ja, also den hier können wir vielleicht noch Stufenaufstieg. Warte mal, was haben wir denn eigentlich? Den haben wir. Aus dem Wald. Woraus bestand denn jetzt eben gerade mein Team? Jetzt bin ich ein bisschen durcheinander. Da ist auch wieder was, oder wie? Posteingang. Belohnung habe ich schon eingesammelt, okay. Jetzt bin ich ein klein wenig irritiert, ein klein wenig durcheinander. Ich gehe jetzt einfach nochmal hier drauf und dann gucken wir mal, was muss ich nochmal an. Ah, noch drei Invasionskämpfer. Also ich mache jetzt erstmal noch beim Dorfkapitel, da kann ich auch sehen, mit wem ich eigentlich momentan kämpfe. Was machen wir hier? Kampf 3. Ach ja, Duffy, okay. Okay, alles klar. Dann machen wir das doch mal. Dann gucken wir mal, was da passiert. So, Angriff hoch. Oh, Eddie the Skunk. Eddie the Skunk, aber sorry, Eddie the Skunk. Ich weiß nicht, was du kannst, aber ich gehe mal davon aus, dass es mir nicht gefallen wird, was du kannst. Und deswegen machen wir das lieber so. Und mit dem blende ich den da. Nein! Was habe ich denn gemacht? Warum bin ich denn deppert? Ich muss jetzt mal... Ja, komm. Machen wir den. Das war echt ein bisschen dappig. Ich habe jetzt wirklich eine ganz, ganz entscheidende Attacke. Die hätte er nämlich gar nicht machen können sonst. Die habe ich jetzt tatsächlich versemmelt. Naja, gut, ist egal. Das Gang ist auf jeden Fall schon mal weg vom Fenster. 24 Schaden, 48 Schaden. Dann machen wir das. So. Jetzt kriegt er nochmal eins auf die Mütze. Und dann ist er auch schon weg. Dann haben wir die drei Matches gewonnen. Gut. Gut, gut. Okay. Also. Dann gehen wir jetzt nochmal hierhin zurück. Auf die... Ja, ist ja in Ordnung. Jetzt besuchen. Wieso? Ich bin doch... So, Welt Toons. Toons. Gehen wir nochmal auf die Toons. So, der Duffy Duck. Dann haben wir den hier momentan mit im Deck. Machen wir einen Stufenaufstieg. Komm. Muss ich ja sowieso machen. Bestätigen wir mal. Jetzt ist er schon Stufe 8. Ja, da kann ich jetzt gerade bei dem nichts machen. Beim Polizeihund Hector. So, aber wir haben den Fotografen hier auch. Dann machen wir auch bei dem hier noch einen Stufenaufstieg. Auch dort hoch auf Level 8. Und so wie es aussieht, kann ich bei dem aber zumindest was tunen. Und das machen wir jetzt mal. Das ist der Nachtschwärmer. Okay, kriege ich sonst nichts mehr hin. Beim Fotografen Silvester. Und dann habe ich hier ja den... Ja, den Duffy. Und auch den... Pushen wir jetzt mal hoch. Kann ich da noch irgendwas tunen?
Nein, kann ich nicht. So, alles klar. Dann würde ich sagen, dann gehen wir mal jetzt hier rein und machen hier weiter. Erstmal kann ich das Ding hier abholen. XP abholen, da XP abholen. Ja. Konkurrenz schlagen. Ziel. So, wir machen jetzt erstmal. Oh, hier ist was passiert. Ich habe eine neue Stufe erreicht. Alles klar. Sehr schön. Eine Allianz. Okay. Empfohlen. Lesbian Warriors. Ist das euer Ernst? Lesbian Warriors bei den Toons? Parvati. Egypt. Lunis. Mexiko. RB. Leipzig. Ist empfohlen. Suchen. Gründen. Ich will erstmal wissen, wie es in so einer Allianz läuft. Gucken wir mal hier bei Empfohlen. Was haben wir hier noch? Die Jacks, Ruski und die Lesbian Warriors. Die halten sich da aber auch wirklich. Komm, das mache ich mal. Ich gehe mal zu den lesbischen Warriors. Ich hab kein. Ich glaube, wenn ich das mache, die hassen mich. Das kann ich nicht bringen, ey. Gibt es nur noch Dislikes auf dem Kanal? Wenn ich das mache, gehe ich zu denen. Komm, ich gehe mal zu den Lesbian Warriors. Keine Ahnung. Ich mache das jetzt einfach mal. So, Baby Web Misty Lailani. So, Nick schreibt Hi. Dann ist hier noch eine Allianzinformation. Was sagen die denn? All Female Wolf. All Female. Und der eine heißt Nick. Nö, da gehe ich gleich wieder raus. Sorry, aber das mache ich mit Sicherheit nicht. So, aber hier kann ich auch wieder was einsammeln. Wir stehen zusammen. Okay. So, Chaos, hol dir 400 Trophäen. So, also jetzt will ich es aber wissen, ey. Jetzt will ich es wissen. Also, wie komme ich jetzt da nochmal rein? Zu der Allianz, genau. Und dann gucken wir hier nochmal. Was habe ich denn jetzt? Es sind immer noch die Lesbian Warriors, aber nein. Bugs Bunny 420. Komm, da gehe ich rein. Bugs Bunny 420 klingt für mich momentan irgendwie interessant. Da gehen wir mal rein. So. Ich habe keine Ahnung, was sagen die denn hier? Muss der auch irgendwie lesbisch sein? To the Road of Victory. Okay, dann lassen wir das doch einfach mal so, wie das da jetzt aktuell ist. Was ist hier? Wähle einen Titel aus. Soll ich ihn ausgeben? Mache ich jetzt nicht. So, ja, ist ja gut. Kann ich jetzt einfach hier raus? Wähle einen Titel aus. Looney, okay, dann bin ich halt Looney. Alles klar. So, oh, hier kann ich auch noch was nehmen. Drehen. Das machen wir auch gleich mal. Täglich drehen. Gucken wir mal, was hierbei rauskommt. Und? Kann ich nochmal drehen? Nee, kann ich nicht. Premium habe ich nicht. Gibt's nichts. Und hier Mega habe ich noch weniger. So, alles klar. So, bei der Allianz ist irgendwas jetzt hier. Wer sagt da was? Allianzaktivitäten. Was? Event nicht verfügbar. Teilnahmeberechtigt. Alles klar. Ich bin nicht bei der Teilnahmeberechtigt. Ist okay. So, dann gehen wir hier auf. Ja, wir machen jetzt einfach mal hier weiter mit den nächsten Aufgaben. Ne, wir gehen jetzt weiter hier rein und machen jetzt hier bei der Kampagne beim Dorfkapitel weiter. Wir holen uns jetzt erstmal das Dorfkapitel und dann so, auf geht's. Dorfkapitel, Angriff. Oh, das sieht ja noch alles einfach aus hier. Die sehen ja noch easy aus. Lesbian Warriors. Ich krieg's, also ehrlich, die Lesbian Warriors. Okay. So, der. Ja, den Fotografen, bevor der irgendwas mit mir macht, mache ich was mit ihm. So. Damit bist du nämlich erstmal betäubt. Diesmal mache ich es cleverer, weil diesmal suche ich mir nämlich jemand anderen raus. Ich habe jetzt aktuell keine Ahnung, ob ich den Postboten nehmen soll oder ich nehme den da jetzt und betäube den da noch. Jetzt hau ich dem eins auf die Glocke. Aber ich hätte mir besser den da oben rausgesucht. Das mache ich jetzt auch. Ich nehme mir den Fotografen raus. Und schalte den jetzt erstmal aus. So, ja, was ist lächerlich. So, Daffy Duck kriegt jetzt auch noch mal eins auf die Mütze. Und ja, jetzt können wir hier einfach den da unten noch, den Josemite Sam.
Ausschalten, fertig. Das ging jetzt relativ schnell. Das war jetzt einfach. Ja, easy. Nächster Angriff. Angriff. Alles auf Angriff. Alles auf Angriff. Habe ich eigentlich ist es ein ziemlich fieses Ding, was ich hier habe, ne? Ich weiß natürlich nicht, was der Eddie the Scorn kann, aber der kann jetzt gleich erstmal nichts mehr. Ui, der ist ja jetzt schon fast tot. Gehen wir zu Eddie the Scorn und machen den auch nochmal, betäuben den auch noch. Als allererstes schalte ich jetzt den aus. Bam. Jetzt kriegt Eddie the Scorn noch eins auf die Mütze. Das ist aber nicht besonders stark. Eddie the Scorn. Oh, mon chéri, oh, ich liebe dich. Kennt ihr dieses Video, wenn der Eddie the Scorn seiner geliebten Katze hinterher läuft? Wie kennt ihr das Video? Es ist so schön, Eddie the Scorn. Ich hab damals, hab ich mich bald kaputt gelacht, als Eddie the Scorn. Oh, ich bin so verliebt in dich, oh, mon chéri. Du bist die Allerschönste. Ah, gibt's ein Klassiker bei den Looney Tunes, eine Katze, wahrscheinlich kennt ihr das alle, eine Katze, der ein Farbeimer mit weißer Farbe hinten über den Rücken läuft und dann sieht diese Katze eben aus, als wäre sie ein Stinktier. Und Eddie the Scorn verliebt sich in diese Katze. Oh, und sie ist nur noch am Wegrennen. Ich könnte mich fortschmeißen. So, jetzt müssen wir den hier als allererstes ausschalten. Dass der nichts mehr machen kann. Zack, betäubt. Ja, Mann. So, und jetzt machen wir bei dem nächsten. Ich traue Eddie the Scorn. Ich muss ehrlich sagen, ich traue ihm nicht. Betäube den jetzt auch mal. Jetzt gehe ich zu dem und hau dem erstmal eins auf die Mütze. Dann ist der schon mal weg. Oh ja. Relativ uninteressant. Er ist jetzt schon fast tot. Kritischer Treffer. Auch nochmal mit der Kamera drauf. Zack. So, und jetzt den nächsten noch hier. Eddie the Scorn. Was, jetzt soll ich mal jetzt hier den da machen? Was war das nochmal? 58 Schaden, komm. Lassen wir ihn vom Auto überfahren. Zack. Bam. Ja, besonders stark ist er nicht, ne? Zack. So, und jetzt alle nur noch auf Josemite, Sam. Und damit ist er auch weg. Also ist hier gerade relativ einfach, muss ich sagen. Ist wirklich einfach. Besonders stark sind die jetzt hier nicht. So, dann sind wir schon bei Kampf 7. Dann haben wir auch schon fast das Ding hier durch. Bräuchte auch mal so einen vierten Tun da noch. So, ich schalte als allererstes wieder den aus. Das hat sich bis jetzt bewährt. Bevor der irgendwas in der Richtung machen kann. Dann schalte ich als nächstes das Stinktier aus. Eddie the Scorn. Und den überfahre ich jetzt noch. So. So. Jetzt gibt er noch. Uiuiuiuiuiui. Uiuiuiuiuiui, Eddie the Scorn. So, als nächstes nehmen wir uns eben den Fotografen vor, damit er auch mal weg ist. So, jetzt brauchen wir uns da schon mal keine Sorgen mehr zu machen. Dann kriegt der noch eins auf die Mütze. Eieiei, das hat aber richtig wehgetan. Der hat den Schlag auch nicht mehr gehört. Gleich auch nochmal drauf und dann ist der schon mal weg. Und jetzt geht's alles nur noch da unten auf ihn. Den lassen wir jetzt auch nochmal hier schön vom Polizeiwagen überrollen und dann ist er auch schon fast down. Jetzt kriegt er nochmal eins von Daffy Duck auf die Glocke und das war's. Das ist einfach nur zu schön. Kampf 8. So, Angriff hoch. Jetzt wird gleich wieder
Jetzt bin ich mir sehr unsicher. Ich habe keine Ahnung, was da unten. Ich schalte jetzt erstmal Eddie das Gunkle aus. Und dann gehe ich davon aus. Oh, da haben einen kritischen Treffer gelandet. Ich gehe jetzt davon aus. Ich weiß nicht, was der da unten kann. Ich will es auch ehrlich gesagt gerade nicht wirklich wissen. Ich hau dem jetzt erstmal eins auf die Mütze. Jetzt kriegt er von mir nochmal da eins drauf und dann ist. Also Eddie das Gank bis jetzt noch keinen einzigen Angriff gemacht. Oh, okay. So, jetzt müssen wir uns was einfallen lassen. Ah, jetzt weil er verhöhnt hat. Was ist das nochmal? Komm, das müssen wir einfach machen. Und damit ist der schon mal aus dem Rennen. Jetzt verhöhne ich den noch. Ob das jetzt eine gute Idee gewesen ist, weiß ich aktuell nicht so wirklich. Aber es könnte jetzt sein, er hat es überlebt, aber jetzt kriegt er nochmal eine ab. Ich weiß nicht, ob das so eine gute Idee war. Egal. Der kriegt jetzt eins auf die Mütze, dann ist er aus dem Rennen. Dann kriegt der jetzt eins noch drauf. Uiuiui. Und jetzt muss ich voll drauf. Ei, er lebt noch, er lebt noch, er lebt noch, er lebt noch. Ist mir jetzt egal. Kriegt ja auch dadurch Schaden und dann ist er fort. So, drei Sterne. Hat ja nochmal funktioniert. Sehr geil. Bam, bam, badabadam, bam. Kampf 9. Kann ich eigentlich in der Zwischenzeit schon irgendwas hier hochpushen? Lass mich mal gucken hier. Bei den Toons. Vielleicht kann ich ja schon irgendwas pushen. So, Stufenaufstieg ist möglich. Stufenaufstieg ist da. Dann machen wir das doch auf Stufe 9. Und auf Stufe 10. Geht aber was beim Tunen inzwischen? Nein, geht noch nicht. Wie schaut's aus hier bei unserem Daffy Duck? Der hat schon die maximalen EP erreicht. Das geht nicht. Okay. Echt 10 ist die maximale EP-Zahl. Alles klar, wusste ich jetzt auch noch nicht. Und dann haben wir den Fotografen noch. Mal doch bei dem auch gerade noch einen Stufenaufstieg, hä? So. Und noch einen, komm. Weil es so schön ist. Jetzt hat er auch das maximale Level erreicht. Premium-Rad, okay. Tunen. Geht noch nicht. Alles klar. So, damit sind sie alle jetzt auf Stufe 10. Dann gehen wir in der Kampagne nochmal weiter. Und dann, ja. Auf geht's. Noch zwei Matches, dann haben wir das hier auf jeden Fall auch schon mal geschafft. Mega geil. Also, Angriff hoch. Ja, der Fotograf muss ausgeschaltet werden. Oh, das ist jetzt nicht Eddie Desgronke. Wer ist das? Wie heißt sie denn? Die Dame. Wer ist die Dame? Penelope. Das ist die Katze Penelope. Ja, ich denke, die schalte ich jetzt auch erstmal aus. Genau, ich stehe gleich eins auf die Mütze. Ist der schon mal weg? Ja, verhöhnst mich. Alles klar, du verhöhnst mich. Ist in Ordnung. Das finde ich natürlich jetzt nicht ganz so prickelnd, weil ich muss jetzt ihn angreifen. Und was ist das? Verringert ihre Geschwindigkeit. Ne, machen wir das hier. Er muss weg, damit ich weitermachen kann mit normalen Angriffen. Das Stinktier muss auf jeden Fall aus dem Rennen raus. Und jetzt muss ich es erstmal verhöhnen, weil mein Polizeihund Hector tatsächlich derjenige ist, der im Moment die meisten Leben noch hat. Oh, jetzt macht der Angriff hoch. Das gefällt mir. Gefällt mir jetzt nicht so wirklich gut, aber. Die muss jetzt aus dem Rennen genommen werden. Alter Vater, die lebt immer noch. Aber jetzt nicht mehr. So. Jetzt haben wir da unten noch den Josemite Sam.
und er hat einen kritischen Treffer abbekommen und den tue ich jetzt erstmal auch nochmal schön. Oh, zack. Nicht, dass der noch auf irgendeine dumme Idee kommt, der ist sowieso aus dem Rennen. Gut. 3 Sterne. Nice. So, jetzt gucken wir noch das letzte Level. Dorf. Im Dorf. Ja, dann sind wir, damit sind wir jetzt hier bei Kampf Nummer 10. Und da gibt es ein Ticket noch. Cool. Und vielleicht kriege ich noch einen neuen Toon mit hinzu. Also gestern hatte ich ja echt richtig Glück gehabt und heute ist jetzt noch nicht wirklich was mit der... Jetzt habe ich 2 Scorns. Ich weiß im Moment nicht, welcher von den hier aktuell derjenige ist, der am gefährlichsten sein könnte. Pepe Le Pau. Okay, Pepe Le Pau heißt er hier, alles klar. So, dann nehme ich mir die da noch vor. Ist die auch betäubt. Autsch. Ne, erstmal den aus dem Rennen nehmen. Ich muss aufpassen, dass mir nicht mein Daffy Duck wegfliegt. Deswegen mache ich jetzt erstmal das da. Ja. Und den jetzt auch nochmal da drauf. Und dann ist der schon mal aus dem Rennen. Der ist schon mal raus. Jetzt kriegt die da noch eins auf die Mütze. Autsch. Autsch. So, damit ist die jetzt raus. Au, 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 au. So, was ist das? Ah, es reicht nicht. Es kann jetzt passieren, dass ich jetzt tatsächlich meinen Hector verliere. Ja, ich verliere meinen Hector. Nein, mein Hector ist weg. So, und jetzt alle auf ihn. Schau sie mal, Sam, du machst jetzt erstmal gar nichts mehr. Du bist jetzt erstmal betäubt. Und ich mache das gleich jetzt nochmal. Jetzt kriegst du nochmal eine Betäubung. Und bam. Das sollte jetzt aber auch wirklich reichen, um dieses Match zu gewinnen. Ja, haben wir geschafft. Ein goldenes Ticket habe ich bekommen. So. Damit haben wir das tatsächlich geschafft. Sehr schön. Das Dorfkapitel ist abgeschlossen. Und damit sind wir in Level 8 angelangt. Jetzt eine Sternenkiste. So, bei der Welt sind jetzt wieder ein paar Sachen hier mit hinzugekommen, so wie das aussieht. Da, 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 da. Da. Hilft mir alles im Moment nichts. So. Ich will eigentlich an die Münzen ran. Okay. Hat er mir jetzt endlich gegeben. Machen wir mal das hier los. Ja, das machen wir auch noch. Machen wir auch noch. Hier los. Los. Er müsste eigentlich auch noch was machen können. Nicht genug Aufgabenpunkte. Okay. So, dann wären wir hiermit soweit durch. Dann gehen wir wieder zurück an den Start. So, schauen jetzt mal hier in die Aufgaben rein. Weil hier müssen wir noch einen Reatomisator mit Energie versorgen. Da haben wir 5 Stück. Und das sind ja einige. Ich sehe ja schon, da oben ist einiges. Jäger Josemite einsammeln. Ich habe ja noch ein paar. Ich habe gerade was ganz anderes gesehen. Weil hier gibt es auch was mit 10. Schauen wir da rein, was hierbei rauskommt. Fotograf Silvester. Das war's jetzt, oder was?
Nein. Habe ich den jetzt fertig? Nein. Vertreter Duffy. Seltener Ton. Hier ist eine Looney-Kiste verfügbar, so wie es aussieht. Einsammeln. Okay. Aber beim Reatomisator habe ich schon noch was bekommen, eben gerade schon noch was gesehen. Da ist doch noch was drin. Beim Reatomisator. So. Hier müsste doch auch irgendwas sein. Ich wollte gerade sagen, ich habe doch hier ein Premium. Erstmal, hier ist noch was, ne? Goldticket. Aber das Goldticket kann ich doch auch hier benutzen. Machen wir mal hier. Goldticket. Lassen wir mal schauen, was hier passiert jetzt. Damit habe ich einen neuen Toon bekommen. Vertreter Duffy. Nice, der Vertreter Duffy. Der gehört jetzt mir. Sehr schön. Wenigstens ein neuer Toon heute. Das freut mich. So, Stufenaufstieg. Da kann ich auch gleich richtig reinballern. Was müsste dann eigentlich... Komm, dem geben wir es gleich richtig hier. Dass er gleich auf Level 10 kommt. Hab ja genug. Maximale EP. Tunen kann ich ihn auch schon ein bisschen. Pyramidensystem. Das kann ich auch noch tunen. Durchbohrender Schlag. Und da ist auch schon wieder fertig. So, okay. Also, damit wären wir hier. Jetzt muss ich natürlich... Hier kann ich auch noch mal einsammeln. Auch noch einsammeln. Schließe Wald Akt 2 ab, hol dir 400 Trophäen. So, den müsste ich ja auch bald voll haben. Und dann geht es hier noch zwei Raufereien. Wie nehmen wir uns denn vor? Komm, wir machen es uns erstmal einfach. Inzwischen kann ich ja jetzt hier noch den mit reinnehmen. Lass uns einfach mal den mit reinnehmen und gucken, was er so kann. Was hat er denn so drauf? Unser Vertreter. So, und als allererstes werde ich jetzt mal, weil sie ist diejenige, die hier heilen kann und das gefällt mir überhaupt nicht, deswegen möchte ich die gleich raus haben. Möchte niemanden, der heilen kann. So. Weiß jetzt nicht, was die Bombe da macht, aber die muss weg. Ja, weg mit der. Damit ist sie schon mal raus. So, dann gehe ich auf den drauf. Und damit ist dein Konter auch erledigt. Ja, verhöhnen kannst du jetzt gerne machen. Komm, den blenden wir jetzt auch noch. Wir betäuben ihn noch. Dann wird er auch gar keinen Schaden mehr abbekommen. Und jetzt kriegt er auch noch hier, wird er noch vom Polizeiwagen überfahren. Fertig. Feierabend. Das war's. Ja, hier haben wir gestohlen, die Kiste. Die machen wir auch gleich auf. Gucken wir mal rein. So, ja. Öffnen.
bisschen Dynamit und Gold. So, und dann geht's weiter. Noch einen Kampf brauchen wir. Wen nehmen wir uns denn jetzt vor? Aaron, Jack. Stufe 2 Kisten, Stufe 2 Kisten. Da ist eine blaue Kiste. 3 Stunden würde die dauern. Die Christine. Die hat eine Stufe 2 Kiste. Die will ich haben, die Stufe 2 Kiste. Will ich mal angucken, was da drin ist. In so einer Stufe 2 Kiste. Die wird mich natürlich jetzt hassen. Es tut mir leid, Christine, aber das kann ich ja so nicht stehen lassen. Also jetzt kriegt der erste Mal. Er wird jetzt erstmal betäubt. Damit ist der schon mal aus dem Rennen. Einer schon mal weniger. So. Ja, ich glaube, Josemite wäre ganz gut, wenn der betäubt wäre. Und dann erhöhen wir den noch ein bisschen. Damit ist er auch schon raus. Da bleibt nicht mehr viel übrig. Jetzt kriegt er da unten noch. Oh, haben beide abbekommen. Ja, da ist nicht mehr viel übrig. Der macht jetzt noch die hier. Dann ist der schon auch weg. Bam. Ja, hier noch ein Schlag drauf. Und das war's. So, tut mir leid, Christine, dass ich dir jetzt deine Truhe weggenommen habe. Aber ich will mal wissen, was da in so einer drin ist. Da hast du halt jetzt wirklich ein bisschen unglücklich gelaufen. Ich mach die auch gleich auf. Gucken wir mal rein, bevor die noch jemand anderes mir klaut. Ach, guck mal an. Ach, guck mal an. Das ist natürlich gut. Weil das bedeutet für mich, ich kann jetzt meine Toons hier ein bisschen tunen. Ich kann den tunen. Das ist nämlich das, was mir die ganze Zeit gefehlt hat hier. Sehr schön. 68 Schaden. Dafür reicht es jetzt nicht mehr. Aber jetzt gucken wir mal bei dem Fotografen. Wollen wir beim Fotografen oder wollen wir Fotograf oder? Den könnte ich natürlich auch tunen. Was käme denn da raus, wenn ich den tunen würde? Böses Bellen. Böses Bellen, okay. Klingt auf jeden Fall auch interessant. Böses Bellen. Wir können auch hier mal reinschauen, was könnte ich bei dem machen. Okay. Wäre auch eine Option. Und bei ihm hier, wenn wir den tunen würden. Schaden beim Gegner. 64 Schaden ist schon gut. Ich nehme aber hier mal dieses Bellen mit rein. Böses Bellen. Das reicht jetzt nicht mehr ganz dafür. Und dann mache ich noch das andere hier tatsächlich. Ich nehme bei ihm jetzt noch hier tunen diesen Spezialangriff mit rein. Ja. Ja, dann schauen wir doch mal hier unten nochmal rein. Da kriege ich nämlich jetzt auch meine Belohnung. Kriege ich noch ein Ticket. Hier unten Missionen. Eventmissionen demnächst. Eventmissionen. So, schauen wir mal in die Allianz nochmal rein.
bin noch so schlecht. 297 bin ich gerade mal. Okay, hier kann ich schon noch was machen, ne? Und zwar kann ich hier noch mal drehen. Dafür habe ich ja so ein Teil noch bekommen. Gucken wir mal, ob da noch was Geiles bei rauskommt. Na, also heute bleibt es bei einem neuen Tun. Und ja, also wenn es euch gefallen hat, dann würde ich mich natürlich riesig... Meine Kiste stehen, nee. Hier ist noch was wieder herstellen. Ja. Alles andere dauert jetzt hier noch. Geht nicht, okay. Geht auch nicht. Alles klar. Also, wenn es euch gefallen hat, dann lasst doch mal einen Daumen nach oben da, schreibt was in die Kommentare, abonniert den Kanal und schaltet es jetzt mal wieder ein, wenn es wieder heißt. Ja, Looney Tunes mit mir dem Herrn gleich. Die Lesbian Warriors da, die habe ich jetzt mal nicht genommen. Das ist nicht für, nix für Waschbären. Das ist gar nichts für Waschbären. Nee. Nee. Nichts für Waschbären. Also, ja. Euch wünsche ich natürlich ein wunderschönes Weihnachtsfest. Ja. Lasst euch schön beschenken. Genießt die paar Tage mit euren Lieben und eurer Familie. Bleibt vor allem gesund. Das ist das Allerwichtigste. Egal was kommt, bleibt gesund. Und ja, wenn ihr uns einen Gefallen tun möchtet oder ein kleines Weihnachtsgeschenk machen möchtet, dann lasst doch mal ganz, ganz viele Daumen nach oben da. Abonniert den Kanal. Also über die Abos würden wir uns natürlich auch riesig freuen. Und schaltet das nächste Mal wieder ein, wenn es wieder heißt. Ja, Looney Tunes mit mir dem Herrn gleich. Haut rein, macht's gut, bis dann und tschüss.